Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Dann Leute, da ist euch herzlich willkommen zu einer neuen Partie hier mit Olimas Abenteuern. So, jetzt müssen wir an Land- und Wasserschätze sammeln. Ich finde, diese Schatzmissionen sind eigentlich ganz leicht. Es gab schon mal Schwereres. So, Olimar, Kapitän der Dolphin. Offenbar wieder hauptsächlich Wasserpigments vonnöten. Ja. Ja, wäre gut. Oh nein, die Biester. Er kann sich über Louis die ganze Zeit nur beschweren. Kann's aber auch verstehen. Wenn man hier die Hauptstory überdenkt, wo der einfach all mein Futter geklaut hat. Okay, ich brauche offenbar auch die gelben. Wir finden hier bestimmt die flugfähigen Pigments. Ganz sicher. So. Warum mache ich mir eigentlich den Wegweiser, wenn ich den Weg eh kann? So. Pflücken, Louis, pflücken! Ihr dürft ihnen helfen. So. Louis, dahin. Pflück die mal. Während ich das Teil hier hinten hole. Ist das ein Goldapfel? Wirkt doch nicht wie ein Goldapfel. So, hier kann ich ja schon mal die Viecher umbringen. Ich brauche ganz gewiss auch die gelben Pigments. Aber ich werde höchstwahrscheinlich hauptsächlich die blauen brauchen. Hauptsächlich. Ich sage nicht, dass ich nur blau brauche, aber ich werde sie hauptsächlich brauchen, weil die Sachen halt alle im Wasser liegen und... Ja. Kommt, könnt ihr ein bisschen schneller graben beziehungsweise tragen. Das galt an beide Gruppen. Es ist schön, dass ihr so eifrig seid. Wirklich, ich beschwere mich nicht. So, drei mögen da helfen, drei dort. Ihr möget die Wand kaputt schlagen. So, dann hole ich mir jetzt noch mehr blaue Pigments. Und dann kann ich das in zwei Truppen unterteilen. So. Nämlich einmal den Wassertrupp. Und einmal den Landtrupp. Ich hatte gerade irgendwie so ein Störgeräusch im Ohr. So. Der Landtrupp muss noch ein bisschen warten, da kann ich hier erstmal im Wasser umbringen. So. Ich weiß nicht, was hier gerade Störgeräusche verursacht, aber ich versuche natürlich, die Probleme zu beheben. So, den drei brauche ich jetzt nicht hinterherrennen. Tötet es. So.
erstmal alles hier holen, was im Wasser ist. Währenddessen können die ja eigentlich schon mal weitergehen. Okay. Dafür hole ich mir erst mehr Pigments. Guck mal. Gesagt, getan. Okay. Feuer werde ich hier ganz bestimmt nicht brauchen, einfach nur für den Kampf. Ich mache das jetzt so, alles was ich an Land finde, wird von den Gelben transportiert an Lebewesen. Ihr dürft auch die Frucht mit einsammeln. Ihr habt die Erlaubnis. So, den schicke ich jetzt erst einmal zurück. Pigments in voller Blüte sind halt mehr wert. So. Jetzt töte ich den Bolster erstmal. Am besten immer mit den Gelben, weil die juckt die Elektrizität nicht. So, die Roten transportieren das ab. Und die Gelben das. So, ist noch irgendwas im Wasser? Nee, ich glaube, im Wasser habe ich tatsächlich gerade alles eingesammelt. Als ob ich jetzt gleich schon fertig bin. Ihn lasse ich auf jeden Fall mal zur Basis zurückgehen. Mit ihm kann ich ja weiter erkunden. Und mal eben kurz die Traube absammeln. Und natürlich auch mal alle Pigments. So. Rein damit. Hier habe ich jetzt alles abgesammelt. Jetzt kommt jede Kugel, ist irgendwas wert. Ist tatsächlich so. Ich glaube, ich habe schon geschafft. Ich habe noch fast 4 Minuten übrig gehabt. Hauptsache, ich habe noch 4 Minuten übrig. Lol, 7000 Punkte. Und glaube ich, nehmen Sie Ihre Titler-Strategie. Ja, den kennen wir schon, den Text. Also, das war auf jeden Fall meine Bestleistung bisher. Dank Louis' Hilfe haben wir inzwischen eine erklägliche Menge an Schätzen geborgen. Ich wünsche nur, er würde nicht jede Frucht verschlecken, die er erblickt. Wir müssen versuchen, wirklich wertvolle Schätze aufzustöbern. Je schneller wir die Vorgabe erreichen, desto schneller kann ich zurück zu meiner Frau und den Kindern auf Rotate. Da kommen auch tatsächlich Texte zusammen, die ich vorher noch nicht gelesen hatte. Das Gebiet ist riesig, also teilen Sie sich auf, um alle Schätze zu finden. Das ist ein Befehl. Und passen Sie mir auf, dass die Pigments nicht verloren gehen. Dafür sind sie zu wertvoll. Danke, dass du auch an die Pigments denkst. Oh, jetzt kommt das Eisgebiet. So, und jetzt kommt die heutige Beschwerde über unseren Kumpel. Na gut, die haben ja ein Geldproblem, ne? Diesmal wurden live sogar Pigments gefressen. Ja, wäre wahrscheinlich schlau gewesen.
Oh, 12 Minuten habe ich hierfür. Okay. Ich habe hier höchstwahrscheinlich die fliegenden. Oder Wasserpigments. Die 5 können dort auf jeden Fall schon mal arbeiten. Ich sah gerade nur, dass da noch ein zweites Viech gammelt. Tötet es! So. Tragt es. Ich weiß, dass hier auch sehr viele von denen sind. So, die paar können dort unten kämpfen. Hilf dem mal. Schnell. Nein. Ich will, dass die Gelben das hauptsächlich abtransportieren. Der Rest darf da in der Höhle arbeiten. Ich brauche auch mehr Gelbe. So, damit ist die Mini-Armee schon mal fertig. Die Mini-Armee. Heißt nicht, dass die Armee fertig ist. So, einmal eine Kupidus-Granate da oben einsammeln. Und der Rest darf hier mal an dem Zaun arbeiten. Ihr dürft denen da hinten helfen, weil diese Zäune dauern ein bisschen, bis sie fertig sind. Okay. Let's go. Es ist tot. Ich lasse es von dem Blauen da hinten abtransportieren. Holt es euch. Ich kann mehr Blaue gebrauchen. Definitiv. So, Onima bleibt mal kurz dort. Ich gönne ihm gleich den Wassertrupp. Die können denen noch helfen. So, ein Landtrupp vorwärts. Das ist eine Einbahnstraße, brauche ich nicht rüberwerfen. Okay, den können eh nur die Roten bekämpfen. Währenddessen kann er jetzt mit dem Blauen da unten ins Wasser gehen. Warte mal, erstmal die Frucht da hinten. Ich glaube, dafür muss ich auch ins Wasser. Okay, erstmal das Viech hier umbringen. Das dürfen die einmal abtransportieren. Und dann können wir jetzt mal gucken. Reicht das? Ja, es reicht aus. So, mit ihm kann ich auch nochmal hier eben kurz die Blauen rausholen. Wird mir zumindest nicht schaden. Dann können die nämlich das hier schon mal abtransportieren. Mit ihm hole ich jetzt die anderen Wasserpigments. Ja, Leute, läuft doch prima, ne? Eben schnell die Pigments hier rausholen. Ich glaube, den Wasserteil habe ich sogar relativ schnell erledigt. Vorhin Säcke gammeln jetzt hier. So, mit denen dahin. Die kamen hier gerade so schön zurück. Die dürfen einmal das Viech umbringen. Und sowohl die Frucht als auch das Viech mitnehmen.
So. Einmal die Frucht. Das Vieh einmal umbringen. So. Tötet es. War der Job. Jetzt das mitnehmen. Guck mal. Ziel schon erledigt im Wasser. Jetzt fehlen nur noch die restlichen. Ey, wenn mir gleich 6 Minuten noch übrig sind, dann bin ich wirklich zu krass in dem Spiel. Ein Moment, das können jetzt wirklich die Gelben abtransportieren. Einmal das und das. Weil die Wasser, die brauche ich jetzt echt nicht mehr. So, einmal mitnehmen. Jetzt habe ich sehr viele Gelbe. Okay, weiter geht's mit dem Job. Das können die Blauen machen, weil die Blauen sind gerade nicht so wirklich wichtig. Einer kann da noch. So, 6 Gelbe dort. Die paar Roten sind egal. Lass mal jedenfalls umbringen. Komm, gönn ich mir noch. Gelben kann ich ruhig mal eben kurz aufwerten. Doch, na, die brauche ich auch zum Graben. Louis kann ich ja da lassen. Der kann immer wieder die Pigments holen. Wenn es dann ums Tragen geht, schicke ich einfach die Blauen los. Weil die brauche ich halt momentan nicht. Wann ist der Modus easy? Und ich habe gedacht, das Bonusabenteuer wäre richtig schwer, aber das hat man ja richtig leicht erledigt. Eine der Herausforderungen ist es, überall Platin, Silber und Gold zu holen. Aber bisher mache ich nur Gold. Das Spiel macht mir hier jetzt gerade überhaupt keine Probleme. So, zerstört da mal alles. Oh, ich krieg sogar einmal Motiviersaft. So, nur noch da unten ist was. Dann bin ich schon fertig. Denke ich zumindest. Oh, ich sehe es, was jetzt ankommt. Da kommt gleich dieses Mega-Viech. Ist mir egal, wo ihr hochklettert, aber klettert da hoch. So, macht es platt. Das Viech ist echt gut darin, Picken zu töten. So, tot ist es. Einfach mitnehmen. Ich dachte mir schon, irgendwas kommt da gleich. Ja, und jetzt habe ich es eigentlich schon geschafft. Bei dem Vieh kann man es öfters mal nicht verhindern, dass Pigments sterben. Also das ist bei dem Vieh schon fast unmöglich. Da sterben immer welche, weil das ist eines der heftigsten Viecher, die so normal rumgeiern können. Schneller! Schneller! Ja, aber die nicht schnell genug. Ich
fühle mich voll wie der Sklaventreiber, wenn ich die so losschicke. Und ich hatte wie viel Zeit noch übrig? 2,5 Minuten. Und wieder Platin. Unglaublich, nehmen Sie. Ja, das kennen wir schon. Ich habe alle von Olimas Abenteuer mit mindestens Bronzemedaillen abgeschlossen. Ich habe genug glänzende Früchte und andere Schätze gefunden, um bald nach Hogwarts zurückkehren zu können. Uns wird noch ein goldenes Objekt angezeigt, das zu groß ist, um es zu ignorieren. Also werden wir es noch einsammeln und dann treffen wir endlich die Heimreise an. Bald bin ich wieder bei meiner geliebten Familie. Okay. Das sehen wir uns aber beim nächsten Mal an. Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill. Ja. Wir machen hier dann direkt beim nächsten Mal weiter.